heute Frankreich gegen Marokko. Da wird sich der zweite Finalist dann entscheiden. Steffen Schwarzkopf, zugeschaltet aus Paris. Steffen, ich glaube, wir müssen nicht auf das Ergebnis wetten. Eine Wette, die man auf jeden Fall gewinnen wird, ist, wenn man darauf wettet, dass es brenzlig wird ums Spiel herum. Ja, also das mag zutreffend sein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier auch auf der Champs-Élysées dann Bilder sehen werden wie in Buenos Aires. Aber mit zehntausenden Fans ist hier auf jeden Fall zu rechnen. Und wenn da Fans sind, dann bedeutet das hier in Paris und möglicherweise auch in anderen Städten, Marseille beispielsweise, auch wieder Krawall. Das war nach den Viertelfinalspielen so, als hier vor allem marokkanische Fans gefeiert haben und dann die üblichen Krawallmacher dabei waren, die sich dann wieder Straßenschlachten mit der Polizei geliefert haben. Heute natürlich sehr, sehr viel Feuer in diesem Spiel. Eine riesige marokkanische Gemeinde, die es hier gibt, fast 1 Million Marokkaner, die in Frankreich leben und dementsprechend natürlich aufgeheizt, auch durchaus politisch dieses Duell, obwohl die Marokkaner eigentlich relativ gut integriert sind. 10.000 Polizisten werden heute Abend frankreichweit im Einsatz sein, 5.000 im Großraum Paris, 2.000 ungefähr, die hier allein im Zentrum sein werden. Also da stellt man sich eben doch darauf ein, dass es da wieder Auseinandersetzungen geben könnte. Und die Polizei rechnet damit, das hat auch der Innenminister gesagt, dass es hier wieder Zerstörungen geben wird, dass es wieder eingeschlagene Fensterscheiben geben wird. All das haben wir hier vor wenigen Tagen nach dem Viertelfinale erlebt. Also insofern muss man sagen, Paris auf jeden Fall heute Abend im Ausnahmezustand, sportlich einerseits und dann aber auch sicherheitstechnisch. Steffen, danke schön.